Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Thüringer. Nee, auf der LBG Schwarze. Oh, mein Leute, der lernt das. Nee, das ist in. Das, ach, ist ja auch egal. Das Schlimme ist, umso älter ich werde, umso schlimmer wird das ja wieder. Mit Tiger, Tom und Matze. Hi. Genau. Hallo. Der liebe Matze ist dabei, weil der Mike hat heute keine Zeit, aber der Matze hat Zeit und ja. Jetzt mache ich gleich mal mit Matze hier die Action. Im Grasfeld. Oh, der Matze, der düst schon los. Da muss ich dranbleiben. Okay. Ansonsten alles gut bei euch? Jo. Ja. Ja. So. Control erstmal falsch. Glaube ich mal hier, die Geräte sind wieder ein bisschen laut. Sehr schön. Ah, nein. Also wenn der Montag schon so beschissen anfängt wie bei mir, ist eine Katastrophe. Aber kann nur besser werden. Und ich muss nur noch drei, da müssen wir eh mal schauen. Ich muss, in 3 Wochen bin ich im Urlaub. Ja. Urlaub. Haben wir doch kein Problem damit. Darf ich das? Boah, genehmigt. Danke. Aber nee, wegen den Folgen halt oder so, muss man halt mal schauen. Wir müssen halt sehen, wie wir das nach nächstes halt. Wochenende aufnehmen. Bist du denn hin? Nächstes Wochenende, warum? Weil? Herr Ostern. Ja. Weiß nicht, wie du Zeit hast. Ich kann erstmal grob Ostersonntag einplanen. Vielleicht ist der Luis dabei oder meine Tochter ist dabei. Die wollen ja neuerdings auch wieder bei mir mit. Achso, ja, ist sie soweit? Ja, ich habe sie am Freitag mit rübergeholt. Es war ja ihr Wunsch, dass sie bei mir wohnt. Da freut sich der Papa, oder? Ja. Aber ich glaube, das mit dem GPS auch trotzdem nicht hin. Bei mir bleibt ein kleiner Streifen stehen, aber ist auch scheißegal. Ganz kleiner Streifen bleibt. Na und, das wird halt immer gepflügt. Ja. Geflügt? Wie geflügt? Fliegen noch. Das Feld ist geflügt werden. Ja klar. Oh. Okay. Wo siehst du da? Ach, da wird ja nicht vor der Arbeit gedrückt. Ey, komm. Den Manus wieder quälen, ja. Ja. Ah, nee, es geht hier nur noch stark bergab mit mir. Seitdem ich in der Unterzahl bin, ist hier alles. Ist hier alles Katastrophe. Liegt ja nicht an uns. Das stimmt. In unserem kleinen Faulpelz liegt das. Eine kleine Langschläfer. So, dann hätten wir diesen Sonntag so und so nie aus dem Bett gekriegt. Ach. Das würde ich sagen, aber ja, müssen wir mal gucken. Also wegen mir können wir Sonntag auf. Machen wir mal Sonntag rein. Also wegen mir dann auch gleich mal ein paar mehr Folgen. Kein Problem. Das halt, schau mal einfach, wie es läuft. Ich bin halt, das Problem ist, ich bin halt 10 Tage im Urlaub. Ja, also wir fliegen Sonntag und kommen dann, also dann bis Sonntag und dann die Woche drauf Mittwochabend erst wieder. Das ist halt das Problem an der Sache. So, ich schätze mal, das war's hier, oder? War's das echt? Ja, ja, ich hatte die letzte Bahn. Okay. Ich hatte schon ein bisschen außerhalb der Aufnahme ein bisschen vorbereitet schon. Lohnt sich zu schwaden oder nur einsammeln? Also ich weiß nicht, wie groß unser Schwader war. Ich tue ja schon 2 Bahnen zusammenlegen. Also machst du aus 2 in 1, ja? Ja. Gut, dann fahren wir die Rasenmäher zurück und ja. Holen die Schwader. Schwader haben wir. Holen die Sammelwagen. Haben wir Sammelwagen oder Sammel... Nur wir haben 2 Stück. wollen wir noch pressen? Ja, ich war eigentlich 2 Mal. Ich glaube, ich war jetzt, als ich das verstanden hat. Nee, ich glaube, der war wieder so flach, dass keiner drüber lachen will. Ja. Aber keine Angst, war auf Arbeit. Da muss ich ja den Großteil meiner Zeit verbringen in letzter Zeit hier. Schlimm ist das. Da kommst du heim. Da kannst du ja so viel Zeit, wie ich auf der Arbeit verbringe, verrückst du bestimmt nicht. Aber weißt du, was das Schlimme ist, was mich so sehr stört? Du kommst heim und gibst deiner Tochter noch einen Kuss und das war's.
Und das kann ich einfach, das ist nicht akzeptabel für mich. So, so doof wie es klingt, ne? Also was klar, was will man machen, aber. Das ist Sauerei, der Schlamm hier. Aber das ist halt einfach. Es ist. Nee. Naja. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht immer so. Von daher alles gut. Gut, ansonsten, ja. Also, Sammelwagen. Sammelt schon jemand ein? Ja. Okay, dann würde ich mir noch den anderen schnappen. Ich weiß nicht, ob wir Ballen pressen wollen, aber das Problem ist, wir haben ja eine Ballenpresse, die macht ja nur solche... Rundballen und die rollen uns ja alle ins Wasser und bergab. Mhm. Deswegen halt wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn einer noch mit Ladewagen fährt und der nächste dort schon hinterher mit dem Flug anfangen. Ja, nehme ich den Flug. Ist ja mit einer. Wir haben ja auch noch Ballen, oder? Wir hatten ja noch Ballen gelagert, aber ich weiß nicht, da war kein Gras dabei, ne? War Stroh, oder? Ne, wir haben Stroh und Heuballen hinten im Lager. Das ist da, wo du dich mit Friesi im Heu versteckt hast. Ja, ja, genau. Ah, das war Stroh und Heu. Ja, es liegt beides da hinten. Mhm. Naja. So. Weil man dran denkt, dass ich jetzt nur leichte Lenkbewegung mache, weil ich mein Lenkrad neu eingestellt habe. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo der Matze hin. Ja, dann fahr ich doch mal hinterher. Aber Matze, wenn wir es genau nehmen, müssen wir noch waschen, ne? Ach, heute ist Schontag. Machen wir das später, zu Feierabend. Echt? Ja. Ist ja alles voll. Ja, das sage ich ja. Komm her, stellen wir hier zusammen hin. Wir sind ein gut bestückter Hof. Mit einem... Oh. Ausgehen sollst du. So. Okay. Sammelwagen. Boah, unsere Sachen sehen alle aus. Das ist so eine Katastrophe. Willst du ihn nehmen oder was oder wie? Ich kann auch. Warte mal, was ist denn noch frei? Ne, du brauchst ja ein bisschen Leistung, oder? Für den. Kann doch mit dem JC. Lügen. Steht eine Seemaschine mitten auf dem Feld? 23? Ja, da war Mike und ich letztes Mal noch am Aussehen gewesen. Ist das fertig? Ja. Dann nehme ich den Fendt. Ach, Lügen kann auch einer. Ja, da. Fliegen würde ich noch zum Beispiel in irgendeinen K700 nehmen. Meinst du mit dem... Ja, der K700 ist da nicht schlecht, das stimmt. Willst du den anderen Flug nehmen? Ja, es stehen da zwei Flüge auf dem Hof, ein blauer und ein grüner. Wenn ich nehme Max und Alten. Johnny. Ja, gut, kein Problem. Unsere Spritze wurde als hässlich betitelt. Das kann ich was ja gar nicht. Dort? Ja, das kann ich ja gar nicht verstehen. Ich finde die klasse. Finde die Geschmackssache. Wie findest du die denn? Ich bin nur mit kleinen aufgewachsen, mit kleineren, die du hinterhängen musst. Und du bist die kleineren Sachen gewohnt, ja? Ja. Okay. Kurz hatte mal, wenn es hochkommt, vielleicht 1000 Liter mehr nicht. Ja, aber 1000 Liter ist ja schon ganz schön viel. Nee, ist es nicht. Oder? Nee, ist es nicht. An. So. Was ist nothing? It's nothing. Nothing matter. Kennst du das von Nirvana? Du müsstest es erkennen. Oh ja, 78, Nirvana, Nothing is Matter. Ja, das kenne ich. Ich kenn's doch von Metallica. Was? Nothing is Matter ist doch von Nirvana. Von Metallica. Ja. Was von Metallica? Von Metallica. Irgendeiner hat das, glaube ich, gecovert, ne?
Aber ich weiß nicht genau, ja, welcher Dann war es Nirvana. Ich fand Nirvana klasse. Aber der hat sich ja leider umgebracht. Was hast du denn so früher gehört, Matze? So in den, in den 80ern? New Kids on the Block. Nee, sag mal, was hast du für Musik gehört? Weißt du, also. Hast du ein Lied? Oh, Sauerei, was ist denn jetzt los? Was sagst du? Ja, doch, ich bete. Also, ich hatte nie so ein richtiges Fable oder für sowas. Okay. Ich bin mehr eigentlich immer noch oft unterwegs gewesen. Na gut. Geht zu Hause. Matze war bestimmt mehr der Radiohörer. So sieht's aus. Was hört denn unser Tiger? Och, auch alles so querbeet, so. Sagen wir so, früher zur Jugendzeit, sag ich mal, war damals Onkels einer der beliebten Lieder gewesen oder Musikern. Unser Gruppe, sag ich mal, damals. Okay. Wo ging denn die Waschanlage nochmal an? Bei dem Schrank. Ach, jetzt Display. Dem, ja, am Display. So. Sehr schön. Aber Leute, ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ihr so am liebsten hört. Ob ihr eher so eine Band gerne hört oder ja, es gibt ja viele, die hören ja auch so House Electro oder so was weiß ich. Ja, oder halt Radio oder völlig egal, was auch immer. Schreibt mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Boah, wie geht denn das jetzt wieder aus hier? Das ist ja grausam. Ja, aber ich stehe davor und drücke R. Oh, jetzt ist er aus. Nee, mit der Mauskurs. Ach, mit der Maus, okay. Ja. Ja. Also ich habe ja früher so ein bisschen Hip-Hop gehört. Hip und Hop und Hippeldi-Hop. Hör ich auch jetzt noch. Guten zumindest. Aber naja, alles kannst du ja auch nicht hören, ne? Das stimmt, ja. Wow. So. Okay. Der Tom, der hat bestimmt die wilde Herzbuben. Oh nee, ey, so alt bin ich nur nicht, ey. Mach ihn noch nicht älter, wie er schon ist. Wir haben früher alles gehört, was aus dem Westen kam. Ich bin ja noch richtig Ossi-Kind. Obwohl ja, muss man ja dazu sagen, Schlager ja selbst bei der Jugend extrem im Kommen ist, ne? Oh. Also hier, wie viel da auf Helene Fischer gehen in jungen Jahren oder wen gibt's denn da noch? Ich glaube, so Helene Fischer ist ja die bekannteste. Andrea Berg oder was auch immer. Ja, wie viele Junge da drauf abgehen, das ist ja auch krass. Und man muss ja dazu sagen, Schlager ist ja mega erfolgreich. Ne? Die verdient sich ja dumm und dusselig. Also die Schlagerindustrie ist ja gigantisch. Das ist schon irre. Ja. Hätte man mal lieber Schlager gemacht, keine Let's Plays, komm. Wir zwei schungeln auf der Bierbank. Können wir ja noch nachholen, ne? Beim Dingstreffen hier. Beim Russentreffen. Richtig. Wir zwei. Sitzen wir da schungeln auf der Bierbank, Tom? Da ist eigentlich kaum Platz auf der Bierbank, weil so viele hatten die dort nicht. Aber da findet man schon einen gescheiten Platz. Aber da machen wir auf jeden Fall, da stoßen wir auf jeden Fall mal an, oder? Ja, na klar. Aber hallo, ey. Also wir sind Pferd, ja. Ist ja. Kein Problem, da können wir auch mal ins Meer trinken. Aber hallo. Ja, wie gesagt, also ich bin da auf jeden Fall auch dort. Also das ist, glaube ich, schon besiegelt mittlerweile. Oder kann das sein, dass wir uns auch treffen? Oh mein Gott. So schlimm bin ich doch gar nicht. Das weiß ich ja noch gar nicht. Warte mal, ich muss hier über die Brücke, das nützt alles nichts. Ja. Nee, wie gesagt, Tage, das weiß ich ja noch gar nicht. Gar nicht so wie hier auch, also.
Ja, wer ist denn noch von euch dort? Sind noch mehr aus dem Team dort auch? Nee, aus dem Team nicht, aber von AK Ostdeutschland, der Kevin will mit Technik kommen. Der stellt selber Technik aus. Wieso auch nö, Tiger? Ach, da wird's schlimm. Warum? Der ist wohl krass drauf. Wenn der jemand bei uns im TS hört, eieiei. Echt, warum? Ja, einfach überraschen lassen. Stimmung muss sein, der Rest ist egal. Das interessiert mich jetzt aber schon mal, in welche Richtung das da geht. Wenn ihr sagt, wenn so auf dem TS hört, ist er so eher der Sprücheklopfer oder was? Oder der, keine Ahnung. Würde ich ihn fast einschätzen, ja. Ah, okay. Wie alt ist er? Obers in der 20. Ach, okay, so jung. So, na gut. Aber meine lieben Freunde, wir sind erstmal wieder so fertig für den Dienstag. Schaut auf jeden Fall am Donnerstag wieder rein. Da geht es nämlich weiter. Lasst das Däumchen da. Wie gesagt, schreibt mal euren Musikgeschmack in die Kommentare. Und extra Info-Video betreffend des Russentreffens kommt auch noch. Wie, wo, wann, weil doch einige gefragt hatten. Da gibt es nochmal eine Info dazu. Gut, in diesem Sinne sind wir aber auch erstmal fertig. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Wo bist du denn da, Tiger?